Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Spieltag 29 in der Bundesliga steht an. Aufgrund des Nachholspiels am Mittwoch zwischen Augsburg und Mainz ist die Konferenz nicht zustande gekommen, das wäre alles zu knapp gewesen. Aber dafür alle Spiele in der Zusammenfassung. Danke fürs Reinschalten und viel Spaß beim Zuschauen. Den Auftakt am Freitagabend in den 29. Spieltag machen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Der VfB kämpft noch um den Klassenerhalt. Für Dortmund geht es nur noch darum, einen versöhnlichen Abschluss zu finden nach durchwachsener Saison bislang, auch wenn man eben klar auf Tabellenplatz 2 steht. Diesen wollte man zumindest verteidigen. Es ging gut los. Marco Reus in der 6. Minute. Haaland lässt den Ball durch, sodass Reus nur noch aus kurzer Distanz einschießen muss. Viertelstunde jetzt gespielt, dann auch mal der VfB. Sascha Kalajdzic mit Wut und Kraft. Viel Platz vor Gregor Kobel, dem Ex-Stuttgarter. Aber den aus der Distanz an den Querbalken zu setzen, ist auch eine Kunst. Dann wieder der BVB. Guerreiro auf Bellingham. Daniel Malen raus zu Bellingham. Der mit dem Ball in die Mitte. Das Reiner springt ein und macht das 0:2 in der 40. Spielminute. Florian Müller ist noch dran mit den Fingerspitzen, aber lenkt ihn nicht mehr um den Pfosten. 0:2 nach 45 Minuten. Eine sehr konzentrierte Vorstellung der Dortmunder. Stuttgart kam nach dem Seitenwechsel über einen Freistoß zu einer Chance. Da waren etwas mehr als 10 Minuten gespielt. Omar Marmoush, der viel umworben wird. Hier zeigt er warum. Starker platzierter Schuss. Kobel bleibt aber erstmal mit der weißen Weste. Von Haaland nicht so viel zu sehen bis zu diesem Zeitpunkt. Da tritt er an und legt rüber auf Marco Reus, der mit dem Doppelpack und zum entscheidenden 0:3. Der VfB machte es eigentlich nicht schlecht. Es gab Chancen, aber sie machten sie nicht so eiskalt rein wie der Gast aus Dortmund. Sie kamen dennoch zu dieser letzten sehenswerten Chance in der 73. Minute. Das hätte es dann vielleicht sogar nochmal spannend gemacht. So bleibt es beim 0:3, auch weil Kobel gegen seine Ex-Kollegen einen guten Tag erwischte. Dortmund meldet sich zurück und Stuttgart bleibt tief unten drin. Greuther Fürth gegen Borussia Mönchengladbach am Rohnhof, die Fohlen zu Gast nach dem 1:1 gegen Mainz, wo man erst gut spielte, dann aber im zweiten Durchgang stark nachließ. Da musste man sich ja am Ende über den einen Punkt freuen. Ein Punkt sammelte auch Greuther Fürth beim 0:0 in Frankfurt. Sie sammeln für die Statistik nochmal ein paar ein, um nicht noch möglicherweise Negativrekorde zu brechen. Die erste Chance gehörte Gladbach, Linde aber tatsächlich ein guter Rückhalt zwischen den Pfosten. Fürth mit Umschaltsituation. Und Hirgota setzt sich da viel zu leicht durch, kommt frei vor Sommer zum Abschluss und macht in der 26. Minute das 1:0. Weil Ginter blind raufläuft, bietet sich die Chance für Hirgota und der nutzt das aus. Es ging ähnlich weiter. Wieder Reuter führt. Itta zu Branimir Hrgota, der am Pfosten scheitert, doch Tobias Raschel setzt nach. 2:0. Der im Winter von Dortmund gekommene Tobias Raschel mit dem 2:0. Die kalte Dusche vor Gladbach, wobei eben die Gäste eigentlich besser angefangen hatten. Eine Niederlage wäre hier eigentlich nicht zu akzeptieren und so kam sie im zweiten Durchgang. Embolo zu Manu Kone.
Der macht auch direkt das 2:1. Wichtig und schnell nach Wiederbeginn. Dementsprechend drückten die Gäste auch auf den Ausgleich. Manu Kone. Fast der Doppelpack, starker Abschluss aus der zweiten Reihe, aber Linde kann den platzierten Distanzschuss zur Ecke abwehren. Den Gladbachern lief die Zeit davon. Ganz gerettet sind sie auch noch nicht, auch wenn das nur eine theoretische Abstiegsgefahr momentan noch ist. Eine Niederlage hier würde auch Adi Hütters Situation nicht unbedingt verbessern. Da kam sie aber nochmal. Embolo legt wieder auf. Florian Neuhaus, 2:2, 84. Spielminute. Doch noch der Ausgleich nach 2:0 Pausenrückstand. Kommt Gladbach zurück. Wäre am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr möglich gewesen. Fürth muss sich ärgern, Gladbach aber auch. Am Ende ist es wohl ein verdientes 2:2. Sowohl Köln als auch Mainz verzeichneten zuletzt zwei unglückliche Niederlagen. Mainz gegen den FC Augsburg unter der Woche im Nachholspiel. Köln verlor durch den Fehler von Hector gegen Union Berlin am letzten Freitagabend. Hier nun im Rhein-Energiestadion am Samstagnachmittag. Mainz mit der besseren ersten Hälfte. Boetius trifft aber nur das Außennetz. Es wurde kräftig rotiert bei Mainz. Vor allem in der Offensive wurde hier und da getauscht. Boetius auf Chor. 40. Minute 0:1. Verdient auch zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, es war ein stärker erster Abschnitt von den Mainzern, die hier dann auch mit diesem Ergebnis erstmal in die Kabinen gingen. Auch Durchgang 2 sah so aus. Köln machte mehr nach vorne, offenbarte dadurch Räume und Boetius mit einer Vorlage und einem Tor bis dahin der Mann des Spiels. 0:2, Marvin Schwäbe ist zwar noch dran, lenkt ihn aber nicht mehr rum. Aber Köln bäumte sich noch einmal auf. Verloren war das Spiel hier noch nicht. Hector zu Kainz, der springt über Chor rüber und schließt eiskalt ab. 76. Minute, der Anschlusstreffer. Köln wieder mitten im Spiel. Knapp 10 Minuten noch auf der Uhr. Duda zu Anthony Modest, der Ball abgefälscht und dadurch unhaltbar für Robin Zentner. Bell mit den Stollen gegen die Laufrichtung. Zentner ohne Chance. Köln wollte auf den Dreier gehen, das offenbart aber nochmal diese Kontermöglichkeit. Onisivo auf Burkhardt. Alleine auf dem Weg vor Schwebe. Burkhardt hat alle Zeit der Welt und dann verdaddelt er das Ding auf diese Art und Weise. Schließt viel zu zentral ab, das sehen wir auch nochmal. Das muss eigentlich der Last-Minute-Siegtreffer werden. So ist Schwebe mal wieder Mann des Spiels, sichert dem 1. FC Köln einen verdienten Punkt. Nach 90 Minuten geht das hier so nämlich vollkommen in Ordnung. Der VfL Wolfsburg steckt in der Bredouille, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Situation bei Arminia Bielefeld. Die sind momentan 16. stecken wirklich mittendrin. Und nun zu Gast bei Wölfen, die hier zu Hause Wiedergutmachung betreiben wollten nach der Klatsche in Augsburg, die indiskutabel war. Eine ganz miese Vorstellung. Hier lief es zunächst besser für die in grün gekleideten Gastgeber. Bielefeld hatte so seine Probleme und Wolfsburg machte es gut. Wind. Matcher, Xaver Schlager auf Kruse, der erst noch scheitert an Ortega Moreno, aber im Nachschuss den Ball über die Linie bringt. 1:0, die verdiente Führung für Wolfsburg. Doch Bielefeld kam auch mal vor dem Seitenwechsel gefährlich nach vorne über Sebastian Vasiliades. 35. Minute, testet da Kuhn-Castells, da wurde schmerzlichst vermisst. Perwan, kein schlechter Torhüter, aber eben nicht auf einer Stufe mit Castells. Castells nun der dieses 1:0 zur Pause erstmal festhielt.
Aber Bielefeld wurde stärker. Vasiliades, toller Pass auf Wimmer und der zieht ab und trifft. 52. Minute, hängt Brooks ab und nagelt den Ball in den Winkel zum 1:1 Ausgleich. Wieder eine miese Stimmung bei Wolfsburg. Die 3 Punkte zu Hause gegen Bielefeld, die sollte man eigentlich schon mitnehmen. 55. Minute, Wolfsburg wurde zum Glück aus eigener Sicht wieder stärker, ließ sich von diesem 1:1 nicht allzu sehr verunsichern. Nichtsdestotrotz war das nicht zufriedenstellend und es lief ihnen vor allem die Zeit davon. Kam von Bielefeld nochmal was? Nicht wirklich. Schöpf verliert den Ball leichtsinnig und Lukas Metscher fackelt nicht lange, zieht ab. Aber auch ihm ist hier der erneute Führungstreffer nicht vergönnt. Wieder gut gehalten von Ortega. Wir springen in die Nachspielzeit. Wolfsburg kam noch ein letztes Mal nach vorne. Ein Matcher zu Wind und das muss es doch sein. Alleine vor Ortega schafft er es nicht, das 2:1 zu erzielen. Somit bleibt es beim 1:1. Wind hat weiterhin Ladehemmung. Bielefeld kann auch nicht so richtig damit leben. Für Wolfsburg ist es extrem bitter. Das hatte sich der FC Bayern ganz anders vorgestellt, als sie am Mittwochabend gegen Villarreal spielten und mit 1:0 unterlagen. Augsburg hat Oberwasser 2 Siege in Folge gegen Wolfsburg und das Nachholspiel gegen Mainz gegen siegreich von dannen. Hier waren sie logischerweise krasser Außenseiter, auch wenn die Bayern in dieser Saison momentan vor allem in der Rückrunde gar nicht mehr so richtig ins Rollen kommen, bis auf vielleicht als Ausnahme das Spiel in der Champions League gegen Salzburg. Es war eine durchschnittliche erste Hälfte, Müller eben mit der größten Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Der FC Augsburg im zweiten Durchgang etwas mutiger, weil sie merkten, es geht etwas. Meier mit der Flanke und der Kopfball von Ruben Vargas findet seinen Weg ins Tor, weil Neuer etwas durch den 16er irrt. Das erlebt man auch nur selten. Pavard verliert das Kopfballduell. Für Vargas ist es ein Erfolgserlebnis. Die Bayern aber logischerweise dann mit mächtig Wut im Bauch. Das ging hier mit dem 0:1 natürlich überhaupt nicht. Und so antworteten sie in der 59. Minute mit dieser Chance, aber starke Parade von Rafa Gikiewicz. Bayern drückte aber mehr und mehr, die Zeit lief ihnen aber auch so langsam davon. Thomas Müller zu Gnabry, wieder zurück zu Müller, Robert Lewandowski, da steht er dann plötzlich frei vor Rafa Gikiewicz und bringt den Ball im kurzen Eck unter, markiert das 1:1. Bayern machte weiter, Augsburg konnte dem nicht mehr standhalten. Und Sané macht in der 81. Minute das 2:1, dreht das Spiel zugunsten der Bayern und entschied damit auch diese Partie. Augsburg konnte sich nicht mehr aufraffen, schlägt sich trotzdem gut, verliert mit 2:1 und die Bayern haben zumindest die Generalprobe einigermaßen bestanden. Derby am Samstagabend, Hertha BSC gegen Union Berlin. Die Hertha unter Felix Magath schon leicht formverbessert, trotzdem nach der Niederlage gegen Leverkusen zuletzt steckt man wieder tief unten drin. Nun der Gast eben aus Köpenick, der sich hier einiges vorgenommen hatte. Zuletzt wurden ja hier die Machtverhältnisse etwas verschoben, da sorgte dann hier Suat Serdar aber erstmal für die aus Unioner Sicht eiskalte Dusche. 1:0 für die Hertha. Gute Anfangsphase von der alten Dame, dann Kempf aber mit diesem Fehler. Trimmel fängt ihn ab mit Becker im Zusammenspiel. Becker leitet auf Taiwo Awoniyi. Der Ausgleich in der 23. Minute. Kämpft, der nicht unumstritten ist, mal wieder mit einem Fehler vor einem Gegentor. Der Neuzugang, der zum Winter gekommen ist, der
macht doch hier einige Unsicherheiten ziemlich offenkundig. Doch die Hertha kam über Jovetic nochmal vor der Pause, 27. Minute, also noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Es war durchaus ein ansehnliches Spiel, aber mehr als dieses 1:1 war nach 45 Minuten erstmal nicht drin. Avoni konterte in der 23. Minute eben das 1:0 von Serdar. Für Union auch kein unwichtiges Spiel, um an den Europa League Plätzen dran zu bleiben. Deswegen wollte man hier nicht nur aus Prestigegründen gewinnen, sondern eben auch, weil die Tabelle noch Spannung verspricht. Hier ist es eine richtig gute Chance für Avoni, der da alleine vor Lotka steht. Lotka machte es aber mal wieder gut. Union besser im zweiten Durchgang. Geraldo Becker fehlt auch nicht so viel. In der 65. Spielminute, die Hertha verteidigte das luftig locker und teilweise sogar etwas leichtsinnig. Sie kam aber noch ein letztes Mal nach vorne. Standardsituation in der 86. Minute. Jovetic, naja. Brandgefährlich ist was anderes, so bleibt es beim 1:1. Die Hertha zeigt sich auf jeden Fall weiterhin relativ stabil unter Magath, aber so richtig zufrieden können sie hiermit nicht sein. Am Sonntagnachmittag empfängt der VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen und Bochum hatte sich hier einiges vorgenommen gegen die favorisierten Leverkusener. Elvis Rex Bescheid mit dem 1:0. 21. Minute, starke Aktion vom Mittelfeldmotor. Elvis Rex Bescheid lässt hier Radetzky ins Leere greifen. Was war mit Leverkusen los? Sie brauchten lange, um reinzufinden. Moussa Diaby dann mal in der 38. mit seinem schwächeren rechten Fuß. Zieht in die Mitte, in den Strafraum, hat eigentlich zu viel Platz. Das kann die Nummer 19 der Werkself aber nicht ausnutzen. Leverkusen kam noch einmal vor dem Seitenwechsel. Wieder Diaby. Diaby setzt Leitsch unter Druck, bekommt den Ball dann wieder. Karim Bellarabi mit dem 1:1. 45. Minute, unglücklicher Zeitpunkt für Bochum, aber das war unter dem Strich schon durchaus verdient. Schick, der mal wieder in der Startelf stand, nach langer Verletzungspause, war noch ziemlich unauffällig. Der VfL Bochum hier aber ebenbürtig. Danilo Suarez. Löwen, wieder Danilo, der zu Polter, 2:1. Bochum geht zum zweiten Mal an diesem Nachmittag in Führung. Platzierter Schuss von Polter. Leverkusen unter Druck. Die wollen den dritten Tabellenplatz verteidigen. Demir Bay. Paulinho an dich, dreht sich stark in Richtung Tor und markiert das 2:2. Ein Fußballfest am Sonntagnachmittag, auch vor allem für den neutralen Zuschauer, war hier einiges geboten. Leverkusen ging aufs Ganze, wollte unbedingt den Sieg. Und da ist mal Schick. Vorgelegt für Demir Bay. Doch Manuel Riemann lenkt den noch gerade so über die Latte. Der VfL investierte viel, hatte nun eine Kraftfrage zu beantworten. Leverkusen war hier nochmal mit der zweiten Luft ausgestattet. Bellarabi zu Demir Bay. Sieht Diaby. Diaby. Um den Gegenspieler einfach rumgedribbelt und der macht das 3:2. 88. Minute, Moussa Diaby mit dem Siegtor. Zu leicht an Bella Koccia vorbei mit einer aber auch starken Körpertäuschung und guten Ballbehandlung. Schließt dann ins kurze Eck ab. Das ist Weltklasse gemacht für Riemann.
ist dann nichts mehr zu halten. Nach einem tollen Kampf, einem tollen Fußballspiel muss sich der VfL Bochum geschlagen geben, auch wenn diese Partie eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte. Nach dem FC Barcelona folgt der Sportclub Freiburg hier im Deutsche Bank Park. Die Eintracht nach dem 0:0 gegen Fürth etwas ernüchtert gewesen in der Bundesliga. Das musste nun wieder besser gemacht werden. Es sah aber erstmal noch schlechter aus, weil Roland Salay in der 9. Minute das 1:0 markieren konnte. Abwehrschwächen bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison keine Neuigkeit. Aber es ging mehr nach vorne. Lindström, starker Pass auf Ansgar Knauf, der aber am guten Marc Flecken scheitert. Der hier die Hand ausstreckt und den noch halten kann. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Eintracht Frankfurt wurde richtig gut und fing die Bälle schnell ab. Boré auf Daichi Kamada. Daichi Kamada, der und der Abschluss, sie gehen noch nicht Hand in Hand. Gut auch von Flecken, trotzdem muss der sitzen. Vor der Pause nochmal Frankfurt. Ball links raus zu Philipp Kostic, der zu Daichi Kamada. Diesmal macht er es besser, Seitfallzieher. Schlotterbeck kommt etwas zu spät, knapp auch vorbei am gefährlichen Spiel, aber das ist wohl alles in Ordnung so. So steht es verdientermaßen nach 45 Minuten doch 1:1. Durchgang 2. Flecken mit dem Abwurf direkt zu Knauf, der schaltet um. Kamada zu Boré. Spiel gedreht in der 53. Minute. Ansatzlos mit der Seite. Oben links reingesetzt, Fleck noch etwas zu weit vor seinem Kasten. Wandelt momentan zwischen Genie und Wahnsinn, der niederländische Keeper. 70. Minute, Ecke, Kamada. 3:1, Gibrilzo. Freiburg jetzt etwas neben der Spur. Fing sich dann aber wieder, hatte noch ein paar Chancen, um wieder ranzukommen. Versiebte diese allerdings. Und dennoch kamen sie zu weiteren Möglichkeiten. Höhler, Salay quer zu Demirovic. Der trifft aber nur das Außennetz. Und konnte es hier kurz vor dem Ende nicht noch einmal spannender gestalten. Es blieb also bei diesem 3:1. Das verdient so in Ordnung geht. Freiburg eben hinten etwas zu anfällig an diesem Nachmittag. Zum Abschluss des 29. Spieltags treffen RB Leipzig und Hoffenheim aufeinander. Ein Spiel, das sich aus Tabellenpositionssicht durchaus mal ansehen lässt. Platz 4 gegen Platz 6, formstarke Leipziger gegen Hoffenheimer, die momentan etwas schwächeln. Aber die Gäste hatten die erste richtig gute Möglichkeit. Nach zuletzt zwei Niederlagen bei Hoffenheim, zu Hause gegen Bochum und in Berlin bei der Hertha, waren sie jetzt eigentlich wieder dran, mal wieder eine gute Leistung zu zeigen. RB Leipzig nach dem 4:1 gegen den BVB natürlich ganz oben auf. Die wollen am Ende klar in die Champions League. Aber Hoffenheim im ersten Durchgang dominant. Kramaric zu Bebu. Dann Baumgartner, der sich aber nicht mehr richtig durchsetzen kann. Gut hier von Peter Gulaschi, der mit seinen Paraden Leipzig im Spiel hielt. 0:0 zur Pause. Sehr schmeichelhaft für RB Leipzig. Kein guter Auftritt der Elf von Tedesco. So schwach hatte man sie lange nicht mehr gesehen. Hoffenheim aber auch giftig. Kramaric holt sich den Ball. Bebu wieder zu Kramaric und der nagelt den diesmal rein. Humorlos in den Knick. Da ist dann auch Gulaschi ohne Chance. Leipzig musste jetzt mehr tun. Dani Olmo mit der Hacke zu Nkunku. Genialer Ball zu Silva und so schnell kann es gehen.
1:1 in der 60. Minute durch den Geniestreich von Christopher Nkunku. Silva bleibt diesmal kalt vorm Tor. Und er leitet auch den nächsten Angriff ein. Silva raus zu Henrichs. Der Ball zu Silva. Nochmal Silva. Posch schmeißt sich mit allem, was er hat, in diesen Ball. Und verhindert so den Rückstand. Das letzte Wort hatte dann nochmal Hoffenheim mit Kramaric, Gulaschi mit der Parade. Szene immer noch heiß. Angelino klärt in die Mitte, das sollte man eigentlich nicht tun. Samaseko bleibt auf den Beinen. Bebu mit der Hacke zu Kramaric. Der macht den Ball auch rein, steht dann aber knapp im Abseits. So endet diese Partie Remis 1:1. Hoffenheim über 90 Minuten gesehen leicht besser, aber Leipzig wurde stärker in Durchgang 2 und so geht das auch in Ordnung. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse und die daraus resultierende Tabelle. Nochmal im Überblick, ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn das der Fall ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und... Adios.